Okay, es ist egal, ob du hässlich bist wie die Nacht oder einfach nur scheißhässlich. Es kommt darauf an, wie man mit Frauen redet und ich weiß, wie das richtig geht, weil ich genau beobachte, weil ich ein Schriftsteller bin. Was? Davon hast du noch nie was erwähnt? Naja, weil ich kein arrogantes Schwein bin, Andy. Okay, das Problem, das die meisten Männer haben, ist, dass sie nicht wissen, wie man mit Frauen redet. Weißt du, was mein Problem ist? Ich bin einfach nicht interessant. Was soll ich denn bitte schön sagen? Dass ich Zaubertricks kann? Dass ich ausgebildeter Bauchredner bin? Oh, und ich bin außerdem der große Jojo-Meister des 7. Grades. Oh, zeig's mir, Jojo-Meister. Ich will, dass du es mir richtig besorgst, denn du bist der Jojo-Kerl. Bist du fertig? Hör zu. Das Problem der meisten Männer ist, dass sie überhaupt nicht wissen, wie man Frauen vernünftig anquatscht. Du stellst einfach nur Fragen, okay? Das ist alles. Weil es den Frauen sowieso vollkommen egal ist, was du zu sagen hast, verstehst du? Die wollen eigentlich nur über sich selbst reden, also lass sie einfach viel über sich erzählen. Okay? Also niemals vergessen. Stell Fragen, bleib cool und sei ein bisschen ein Arschloch. Sei einfach wie David Caruso in Jade. Okay, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, wirklich? Sehr gut. Oh, da ist sie. Na los, pflanz deinen Samen ein. Pflanz ihn ganz sorgfältig ein. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Können Sie? Suchen Sie vielleicht irgendwas? Sollte ich denn Ihrer Meinung nach etwas suchen? Oh, wir haben sehr viele Bücher. Es kommt darauf an, was Ihnen so gefällt. Was gefällt Ihnen denn so? Wir haben eine große Auswahl an Do-it-yourself-Büchern. Legen Sie denn auch gern mal selber Hand an? Ja, manchmal. Ich meine, naja, wenn mir danach ist. Und wie sieht's aus? Ist Ihnen jetzt danach? Wie ist Ihr Name? Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Beth. Andy. Andy. Verraten Sie mich nicht, okay, Andy? Niemals. Es sei denn, Sie wollen verraten werden. Beth. Wow, das hat richtig gut funktioniert. Ich habe rein gar nichts gesagt und sie fand mich faszinierend. Es sah so aus, als machst du das schon seit Jahren. Nach einem Date fragen? Nein, das ist das Entscheidende. Du wartest, bis aus dem Samen eine Pflanze wird und dann bombst du die Pflanze.